Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie gewünscht von einigen meiner Zuschauer, hier mal wieder ein kleines Update zu meinen Renovierungsarbeiten hier in meinem Atelier. Ihr wisst ja, ich renoviere hier mein Atelier. Ich habe hier sehr viel Arbeit vor mir. Ich habe euch ja schon in anderen Videos davon berichtet. Und hier kamen jetzt wieder einige Zuschauerfragen, die einfach mal mich darum gebeten haben, einen kleinen Statusbericht hier abzugeben. Wie gesagt, ich drehe auch noch einige Videos zu den Baumaßnahmen, aber im Moment habe ich leider so viel zu tun, dass ich die Videos nicht schneiden kann. Deswegen gebe ich euch einfach mal ein kleines Update und erzähle euch einfach mal den Bauverlauf bis hierher. Ihr seht hinter mir, hier hat sich schon viel getan. Ich habe jetzt hier eine Betonwand nach oben gezogen. Davon habe ich euch auch schon in anderen Videos berichtet. Dieses Haus steht ja an einem anderen Haus, an einer Scheune dran und hatte hier hinten keine Wand. Das hat mich natürlich sehr gestört und ich wollte so einfach mal für mich nochmal eine eigene Wand in dieses Haus einbringen. Das hat auch folgende Bewandtnis gehabt. Diese beiden Gebäude hier stehen schon ziemlich lange und im Laufe der Zeit haben sich diese beiden Gebäude voneinander wegbewegt und es haben sich Risse ergeben und somit sind quasi diese beiden Gebäude auseinandergerissen. Das ist natürlich für dieses Gebäude hier schlecht, weil dieses Gebäude keine Rückwand hatte und direkt an die Scheune dran geklebt war. War das nicht gut und eigentlich ist es auch nicht zulässig, denn man sollte gerade, wenn man an einem anderen Gebäude steht, eine eigene Rückwand haben. Und ich habe das nochmal so weit erweitert, ich möchte auch eine Brandschutzwand haben. Was ist natürlich das beste Material, um Brandschutz zu gewährleisten? In meinen Augen Beton. Da ich nicht der beste Maurer bin oder ähnliches, habe ich mich eines kleinen Tricks bedient. Ich habe mir hier diese Rasenkantensteine gekauft, ihr seht das hier. Und ich habe hier so U's aufgestellt und habe in diese U's einfach diese Rasenkanten eingestellt. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich habe hier unten am Fußboden diesen Fußboden, hier wo die Rasenkanten draufstehen, circa 30 bis 60 cm, je nachdem wie tief ich kam, untergraben, habe dann diese Rasenkantensteine hier noch auf diesen Fußboden aufgesetzt und habe sie hier mit Hilfe dieser U's nach oben gesetzt. Jetzt habe ich zwischen den Rasenkanten und der dahinter liegenden Wand circa 10 bis 12 cm, ist alles ein bisschen krumm gewesen, Platz. Diesen Platz habe ich nun folgendermaßen genutzt. Ich habe die hintere Wand mit Styropor, teilweise war es hier dieses Styropor 12 mm, teilweise auch bis zu 25 mm starkes Styropor, habe ich hinten an diese Wand angestellt, habe es ein bisschen mit Klebstoff angeklebt, sodass man es wieder im Notfall nehmen kann, denn das ist nicht meine Wand, ich möchte hier nichts dran befestigen und habe diese komplette Wand bis nach oben mit Styropor beplankt, sage ich jetzt einfach mal. Im nächsten Schritt habe ich hier jetzt sehr viel Eisen eingebracht. Hier habe ich aber das Problem, ich hatte keine Eisenmatten mehr. Ich wollte aber gerne hier sehr viel Moniereisen verbauen. Also habe ich mich eines kleinen Tricks bedient. Ich habe einfach zwischen diesen beiden Wänden, hüben und drüben, Stahlseile gespannt. Hiervon hatte ich noch einige Rollen rumliegen. Ich brauche sie für nichts anderes mehr. Es handelt sich um 8 oder 10 mm starke Stahlseile. Diese habe ich zwischen den Wänden gespannt und habe in diese Stahlseile hier diese Estrichmatten eingehangen. So hatte ich schon mal in der Mitte meines Betons, den ich hier einbringe, eine Estrichmatte. Allerdings reicht mir diese Estrichmatte bei weitem nicht aus. Und diese Estrichmatte nehme ich als Trägermatte und habe in diese Trägermatte nun hier mein Moniereisen eingeflochten. Was also bedeutet, ich habe hier dieses Moniereisen einfach auf diese Art und Weise in diese Estrichmatten eingewebt. Das habe ich auf die ganze Länge gemacht. Hier auf die komplette Länge, die ihr seht, und habe das auch alles schön mit Draht miteinander so fest verflochten, dass das ziemlich fest ist. Ich kann euch mal ein paar Werte geben. Ich habe hier von diesen Moniereisen, das sind 6er Moniereisen, ca. 250 Meter bestellt und ich habe jetzt hier nach meinen Baumaßnahmen noch so um die 50 Meter übrig. Alles andere steckt jetzt hier hinten in der Wand und hier um mich herum in meinen Ringankern. Diese Wand habe ich dann auf diese Art und Weise hochgezogen. Das heißt, ich habe schön mein Moniereisen in die Mitte gestellt. Durch die Stahlseile, Drahtseile wurde alles auf Position gehalten. Ich konnte nun hier meine Rasenkantensteine bis nach oben aufsetzen und habe dann von oben alles mit Beton gefüllt. Ich habe hier in diesem ganzen Objekt so um die 4,5 Kubik Beton mittlerweile verarbeitet. Alles in Handarbeit, alles mit Eimern oben aufs Dach getragen und von oben eingeführt.
Oder anders ausgedrückt, ich habe mich von unten nach oben hochgebaut. Also ich habe hier diese untere Reihe gestellt, habe diese mit Beton gefüllt, habe die nächste Reihe draufgestellt, mit Beton gefüllt und habe mich so langsam nach oben aufgearbeitet. Ich habe, da ich ja hier eine Brandschutzmauer baue, diese Brandschutzmauer noch aus meinem Dach ausgeführt. Ihr seht hier oben, habe ich noch Balkenwerk, also diese meine Dachkonstruktion, diese habe ich hinten abgeschnitten, sodass sie nicht im Beton steht. Habe hier oben natürlich auch dementsprechend Styroporplatten vor meine Balken gestellt, sodass der Beton nicht direkt an meinen Balken liegt und diese dann direkt im Beton liegen, im feuchten Beton, das wollte ich vermeiden. Und habe dann diese Wand oben aus meinem Dach ausgeführt. Die Wand steht im Moment ca. 55 bis 60 cm über mein Dach, somit habe ich eine schöne Brandschutzmauer, die aus meinem Haus herausgeht und über mein Dach hinübergeht. Somit habe ich folgenden Vorteil, sollte jetzt irgendwann mal, was wir natürlich nicht hoffen, die Nachbarscheune abbrennen, ist dann mein Haus durch eine Brandschutzmauer hier geschützt. Dasselbe gilt natürlich auch für die Scheune, sollte es hier drinnen brennen, kann das Feuer dann nicht auf die Nachbarscheune so ohne weiteres übergreifen. Als Dach habe ich dann hier ein Stahldach geplant, also Wellblech oder Stahlblech, je nachdem, was dann hier mein Dachdecker aufbringt. Leider hat er bis jetzt noch keine Zeit für mich gefunden. Es wäre halt schön, wenn ich dieses Dach noch vor Winter hier aufbringen könnte. So könnte ich dann wenigstens im Winter hier drin weiterarbeiten. Wir können uns noch mal weiter anschauen, was ich gemacht habe. Ich habe des Weiteren euch ja im letzten Video davon berichtet oder in meinen letzten Videos, dass hier viele Risse in den Wänden waren. Ich habe noch zusätzlich hier unten das Fundament, was hier an der Seite etwas beschädigt war, das hat halt damit was zu tun mit dem Erddruck. Hier draußen liegt eine große Menge Erde, ein Weg ist hier draußen und dieser hat so nach und nach die Wand hier nach innen gedrückt. Hier war, wie soll ich sagen, das Fundament sehr minterwertig. Hier habe ich auch wieder mit derselben Methode gearbeitet. Ich habe meine Rasenkantensteine hier davor gestellt mit dem U-Material habe ich sie fixiert und habe hier dahinter auch schön alles vollgeworfen. Hier habe ich etwas Kritik von euch geerntet, von einigen, na, sagen wir es einfach mal, voreiligen Zuschauern, denn hier habe ich auch nur meine Estrichmatte im ersten Moment eingestellt gehabt, wo ich euch das erste Video gezeigt habe. Hier bin ich anders vorgegangen. Ich habe den Beton mit einer Schaufel eingebracht. Jedes Mal, wenn ich so ca. 5 oder 10 cm Beton eingebracht habe, habe ich dann dementsprechend meine Moniereisen in dieses Betonbett eingelegt. Das hatte den Vorteil, es ist nämlich sehr eng hier drin, dass ich so schön im gleichmäßigen Abstand meine Moniereisen einlegen konnte und diese nicht nach außen irgendwie vorstehen oder irgendwie gegen die Platten liegen oder irgendwie nicht richtig in der Mitte liegen. Denn ich hatte hier keine Stahlseite gespannt und somit wusste ich nicht, wie ich das genau in der Mitte fixieren sollte. Somit war das die einfachste Art und Weise. Dann habe ich natürlich den Beton hoch verdichtet. Hierfür nehme ich gerne eine Rüttelflasche. Allerdings muss ich hier eine Warnung aussprechen. Das war mir zwar auch schon vorher bewusst, aber ich bin halt so einer, ich verdichte lieber 10 Minuten mehr als eine Minute zu wenig. Und so habe ich auch beim Eingießen hier sehr stark verdichtet. Und hier habe ich so stark verdichtet, dass ich dann hier, seht ihr es, etwas die Wand nach außen gedrückt habe. Das heißt, hier an dieser Stelle ist die Betonwand ca. 1 cm nach außen gewandert. Ist für mich jetzt nicht so schlimm, denn diese Wand ist eh noch nicht isoliert. Ich möchte hier nochmal eine 5 cm Ständerwand davor stellen und da verschwindet diese kleine Delle drin und dann ist das auch wieder gut. Den Ringanker hier oben, den habt ihr ja auch schon gesehen, den habe ich jetzt auch fertig gegossen. Hier muss ich auch nochmal etwas dazu erzählen. Der Ringanker, ihr seht jetzt hier drüben auf der Seite, habe ich nur ungefähr 10-15 cm Beton oder seht ihr nur 10-15 cm Beton. Ich habe den Ringanker natürlich größer gegossen. Da kam mir die Bauarchitektur hier zur Hilfe. Das ganze Gebäude wurde mit diesen Steinen hier gemauert. Und diese Steine, wenn ihr euch die genau anguckt, haben einen großen Vorteil. Wir haben hier Hohlkammern. Also habe ich dann einen Stemmhammer genommen, habe hier an diesen Rillen eingestemmt und habe einfach hier diesen Mittelkern einfach aus den Steinen herausgenommen. Somit habe ich mir selber einen Schalstein erstellt. Das sparte mir natürlich sehr, sehr viel Schalarbeit. Ich habe nur noch, ihr seht es hier drüben, noch einen kleinen Balken darüber geschraubt, den etwas mit Bauschaum abgedichtet. Und so konnte ich dieses ganze Konstrukt mit Beton vollgießen und habe auch in die Wand hineingegossen. Somit habe ich eine ungefähr, sagen wir mal, 25 bis 35 cm starken Ringanker, der ungefähr eine Tiefe von 15 bis 20 cm hat. Je nachdem, es ist nicht ganz so gleichmäßig geworden. Nach innen war die Wand auch etwas krumm. Ihr seht es auch hier vorne. Hier vorne ist mir ein Schalstein kaputt gebrochen. Hier seht ihr in etwa, wie
stark jetzt mein Ringanker ist. Der Ringanker ist folgendermaßen aufgebaut. Ihr habt ja hier an dem Stein gesehen, dass ich diesen hohl gestemmt habe. Nun kam wieder hier meine Estrichmatte zum Einsatz. Diese sind ja ungefähr 2 Meter lang. Diese kann man nun hervorragend abkanten. Das heißt, ich habe sie einfach so gebogen und habe so einen Käfig herausgebogen. Einen komplett geschlossenen Käfig. Und den Rand dieses Käfiges habe ich dann wieder mit meinem Moniereisen verstärkt. Diese habe ich einfach nur hier aufgebunden und konnte das schön hier oben einlegen und konnte so mein Eisengeflecht über den ganzen Ringanker miteinander verbinden. Ich hatte dann noch von älteren Bauprojekten mehrere 16 mm starke Riffelsteile übrig. Diese habe ich dann noch als Kern hier eingelegt. Dieser 16 mm Riffelstahl geht umlaufend um das ganze Gebäude, was also bedeutet, er liegt hier hinten in der Wand, wurde abgekantet, geht hier in diesen Ringanker weiter, geht hier vorne in den Ringanker weiter und geht hier drüben wieder rum und hier hinten in die Wand rein. Somit ist dieser ganze Ringanker umlaufend verbunden und natürlich auch hier hinten mit dieser betonierten Wand verbunden. Da hier vorne die Wand mir auch nicht so ganz gefallen hat, habe ich euch das ja auch schon in anderen Videos gezeigt, habe ich einfach 2 Säulen hier hoch betoniert. Ungefähres Maß, 30 cm breit und ungefähr 25 cm tief. Auch diese habe ich mit viel Moliereisen gefüllt. Somit habe ich quasi wie ein Ständerwerk, was an den Ecken jetzt mein Gebäude stabilisiert, somit mein schönes mein Dach richtig gut tragen kann und die Wände auch nicht mehr weiter auseinanderreißen können. Hier kommt dann ganz schnell die Frage, was hat die ganze Geschichte gekostet? Wir können es einfach mal grob überschlagen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe circa 4,5 Kubik Beton hier eingebracht. Davon waren circa 3,5 Kubik gekauft und 1 Kubik habe ich selber gemischt. Also veranschlage ich das mal mit rund 350 bis 400 Euro für den Beton. Dann ist das Moniereisen zu Buche gefallen oder hat zu Buche geschlagen. Das Moniereisen, 50 Meter von diesem Moniereisen kosten mich 29 bis 35 Euro. Man kann sowas glücklicherweise mittlerweile auch im Internet bestellen. Das finde ich gut. Hier gibt es einige Händler, wenn man die ein bisschen anschreibt, machen die vielleicht einen auch einen relativ guten Preis, wenn man da mal etwas mehr abnimmt. Und das Schöne, das kann man sich per DPD oder irgendwas sogar anliefern lassen, denn ich habe nicht die größten Baumärkte in der Umgebung. Diese Estrichmatten sind auch recht billig. Die kriegt man im Schnitt für 1,99 bis 3 Euro, je nach Baumarkt, wo man sie einkauft. Von diesen Matten werde ich so 10 bis 15 Matten verbraucht haben. Und dann kommen zu guter Letzt noch meine, ich sage einfach mal, Rasenkantensteine. Diese Rasenkantensteine, hier muss man ein bisschen schauen, von Baumarkt zu Baumarkt schwanken hier die Preise sehr stark. Im billigsten Baumarkt bekommt man so einen Rasenkantenstein um 1,50 Euro bis 1,99 Euro. Im teuersten Baumarkt für an die 3 Euro. Ihr seht hier in etwa, wie viele Rasenkantensteine ich verwendet habe. Und somit würde ich sagen, ist diese ganze Betonaktion, die ich jetzt hier abgeschlossen habe, deutlich unter 1.000 Euro gelaufen. Und somit ist mein komplettes Gebäude jetzt abgefangen. Mein komplettes Gebäude ist stabil und ich kann mich jetzt den Innenausbau widmen. Einige von euch haben nun mittlerweile auch gesehen, dass ich hier noch einen Stahlträger eingebracht habe. Warum habe ich das gemacht? Ich habe hier einen sehr kleinen Raum und ich habe sehr viel Equipment, wie zum Beispiel Stative oder irgendwelche Hintergrundsysteme und ähnliches. Wohin damit? Ich habe hier nur diese 2 Stahlschränke, die ich für meine Technik, für meine Server verwenden möchte. Und so habe ich wenig Lagermöglichkeit. Ich möchte aber an der Stelle, wo ich mich jetzt hier stehe, meine Videos drehen. Was also bedeutet, hier brauche ich maximalen Platz nach oben. Hier möchte ich keine Zwischendecke drin haben, damit ich die Lampen über mir noch aufhängen kann. Allerdings hier auf dieser Stelle werde ich einen Schreibtisch hinstellen und hier, hier werde ich mir noch eine Zwischendecke einbringen. Diese Zwischendecke wird jetzt hier durch diesen Stahlträger getragen. Diesen habe ich einfach hier mit meinem Seilzug hochgezogen, habe ihn vorne auf meinen Ringanker aufgelegt, dort nochmal ordentlich verschraubt. Und hier hinten hatte ich keine Möglichkeit, diesen Stahlträger zu befestigen. Ich wollte ihn nicht am Nachbargebäude befestigen. Also habe ich ihn hier mit meinem Kettenzug oben an der Dachkonstruktion angehangen, habe ihn hochgezogen und habe ihn einfach mit dem Kettenzug fixiert auf der Höhe, wo ich ihn brauchte. Ich habe hier einfach meinen Laser aufgehangen, habe den Laser eingeschaltet und konnte so meinen Stahlträger schön ausrichten, habe ihn mit dem Kettenzug fixiert und habe dann hier hochbetoniert und somit ist der Stahlträger hier hinten komplett
einbetoniert. Damit er nicht allzu weit hin und her schwingt, habe ich ihn mit dem Moniereisen, was hier drinnen liegt, verschweißt. Und somit ist er bis zum Aushärten des Betons auf Position geblieben und ist somit auch komplett mit dem Moniereisen, was hier drinnen liegt, verbunden. Also somit dürfte das auch eine sehr stabile Geschichte geben. Hier kann ich dann einen Fußboden aufbringen und dann habe ich hier oben nochmal eine kleine Lagermöglichkeit für Stative, für Hintergrundsysteme und was mir dann halt auch immer einfallen würde, denn ich habe, wie gesagt, hier nicht viel Lagermöglichkeit. Dann kommen wir zu guter Letzt noch zu diesen beiden Sicherheitsschränken. Das sind feuerfeste Schränke. Warum habe ich mir diese Granaten hier reingebaut? Die sind ja doch ziemlich schwer und massiv. Übrigens, diese Schränke habe ich hier in die Wand mit integriert. Was also bedeutet, hinten auf die Schränke wurde das Moniereisen, was ich hier verwendet habe, aufgeschweißt von mir. Und zwar quer wie auch hochkant mit etwas Abstand. Also ich habe hier eine Konstruktion gebogen und habe hier an verschiedenen Punkten dieses Moniereisen aufgeschweißt auf diese Schränke. Somit konnte ich diese Schränke mit dieser Wand verbetonieren, habe hier hinten den Beton eingegossen und diese Schränke können so nicht mehr aus der Wand entnommen werden. Wahrscheinlich könnte man sie sogar nicht mehr mit, selbst wenn man hier ein Fahrzeug nehmen würde, würde hier eine Schlaufe drum legen, könnte man die nicht mehr aus der Wand reißen. Man würde hier hinten die ganze Betonwand mit herausreißen. Das würde man wahrscheinlich mit einem PKW nicht schaffen. Die Schränke habe ich auch im Fußboden ordnungsgemäß befestigt. Ich habe hier ca. 40 bis 60 cm. Ich kam teilweise nicht so tief, denn wir haben hier sehr viel Vulkanstein im Boden ausgeschachtet und habe hier nochmal unten einen Betonsockel einbetoniert. Auf diesen stehen nun diese Sicherheitsschränke. Dieser Betonsockel hat allerdings eine Besonderheit. In diesem Betonsockel habe ich ein Belüftungssystem eingebaut, was also bedeutet, ich habe in diesem Betonsockel Rohre gelegt, die für eine Frischluftzufuhr in meine Sicherheitsschränke sorgen. So, wir schauen uns einfach mal so einen Sicherheitsschrank an. Ich nehme jetzt einfach mal hier diesen. Ich habe hier noch keinen Code festgelegt. Der ist noch im Auslieferungszustand. Wir sehen, es handelt sich hier um einen kompletten Brandschutzschrank. Ich nehme mal das Kabel ein bisschen weg. Der Vorteil dieses Schrankes, wenn ich nun hier unten im Boden meine Zuluft einbringe und dann nach oben, das werde ich hier drüben zum Schrank und hier hüben in die Wand dann ausführen, eine Abluft noch integriere, so habe ich ein komplett in sich geschlossenes System. Das heißt, ich kann von unten Luft ansaugen und nach oben Luft ausgeben. Der Vorteil, die Luft wird von außen über ein Kanalsystem angesaugt, sodass ich auch trockene Luft bekomme. Hier wird auch wahrscheinlich noch ein Filter reinkommen. Und hier stelle ich meine ganzen Server, meine Festplatten, meine Rechnersysteme, alles rein. Der Vorteil, dieser Schrank ist absolut feuerfest, er ist zertifiziert. Und wenn ich jetzt hier die Tür schließe, ist dieser Schrank nur noch über das Zuluftsystem und über das Abluftsystem mit der Außenwelt verbunden, aber nicht hier mit dem Innenraum, in dem wir uns befinden. Sollte es quasi jetzt hier drinnen brennen, so wird meine ganze Computertechnik, meine Datensicherung komplett überleben. Und natürlich auch umgekehrt, sollte es im Schrank anfangen zu brennen, so kann ich hier auch wieder über ein am besten CO2-Löschsystem hervorragend ablöschen. Der Schrank schließt luftdicht ab, somit kann ich das Feuer sehr schnell ersticken. Und sollte im schlimmsten Fall das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden können im Schrank, kann es nicht hier in den Raum übergreifen und dann mein Atelier eventuell zerstören. Um die Sache etwas sicherer zu machen, habe ich hier zwei Schränke hingestellt. Das heißt, ich werde auch zwei Server betreiben. Hier liegt einer drin und hier liegt dann einer drin. Wird dieser Server meinetwegen durch ein Feuer zerstört, bleibt dieser ganz. Wird dieser durch ein Feuer zerstört, bleibt dann halt dementsprechend der andere ganz. Denn die Schränke sind untereinander zwar nur unten über das Zuluftsystem verbunden, aber nicht über das Abluftsystem. So, im Großen und Ganzen habe ich ein ähnliches System schon mal aufgebaut, so als Prototyp. Ein Video dazu kann ich euch ja nochmal hier oben unter dem i verlinken. So könnt ihr euch nochmal in etwa anschauen, wie das dann hier werden wird. Allerdings wird das hier eine deutlich bessere einen deutlich besseren und professionelleren Aufbau geben. Das andere war halt nur ein Prototyp. Warum habe ich diese extrem wuchtigen Schränke hier reingemacht? Normalerweise rechnet sich sowas nicht, denn hier drüben dieser Schrank kostet neu so um die 3000 Euro und hier dieser Schrank kostet neu so um die 1200 Euro. Normal hätte ich dieses Geld auf keinen Fall ausgegeben, um sowas zu kaufen. Allerdings bin ich glücklicherweise zu einer, ja, für mich war es gut, für denjenigen halt nicht, zu einer Insolvenz gekommen.
und konnte hier diese beiden Schränke günstig hier ersteigern. Und da konnte ich einfach nicht widerstehen, habe zugeschlagen und habe mir diese beiden Schränke ersteigert. Das Hauptproblem war dann der Transport zu mir, denn dieser Schrank hier wiegt deutlich über 500 Kilo und dieser Schrank wiegt an die 200 Kilo. Das war natürlich eine ganz schöne Buckelei, das hier reinzubekommen. So, damit komme ich auch ziemlich erstmal zum Ende. Ich habe euch genug gelangweilt mit meinem Bauprojekt. Wie gesagt, wie es hier weitergeht, es wird immer mal Videos geben, wo ich euch darüber auf den Laufenden halte. Es steht im Moment der Winter vor der Tür. Auch heute Morgen war es hier sehr, sehr kalt. Es waren wieder um die 0 Grad. So nach und nach läuft mir die Zeit davon. Wenn ich mein Dach nicht bekomme, sehe ich hier schwarz mit den Bauarbeiten im Winter. Ich hoffe, ich bekomme mein Dach. Wenn dem so ist, kann ich natürlich hier weiter werkeln, wenn ich dann Zeit habe. Und es wird dann weitere Videos geben zu dem Innenausbau, zum Außenausbau. Ich muss natürlich hier dämmen und ich habe noch ein ganz großes Problem. Wie heize ich diesen Raum? Ich habe ja hier keine normale Heizung zur Verfügung stehen. Mir wird wahrscheinlich nur Heizen in Form von Strom übrig bleiben. Das ist natürlich die ungünstigste Art und Weise, einen Raum zu heizen, denn Strom ist sehr, sehr teuer. Deswegen muss ich sehen, dass ich hier eine sehr gute Dämmung in den Raum hereinbringe. Hier hat man dann halt immer wieder das Risiko mit Schimmel und so weiter. Da hatte ich bis jetzt immer Glück. Also meine Dämmungen haben bis jetzt immer schimmelfrei gehalten. Ihr könnt ja mal meine anderen Videos anschauen, was ich alles so schon gebaut habe und gedämmt habe. Mit Schimmel hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Hier müsst ihr halt aufpassen, dass ihr dementsprechende Dampfsperren ordnungsgemäß anbringt. Ihr müsst aufpassen, dass an manchen Stellen ordnungsgemäß hinterlüftet wird. Ihr müsst aufpassen, wo der Taupunkt in eurer Wand ist. Wenn man das aber etwas berücksichtigt oder etwas mit klarem Menschenverstand angeht, kann man natürlich hier gut den Schimmel verhindern und hat eine sehr gute Dämmung. So, mein Plan ist folgendermaßen. Ich möchte hier eine Elektroheizung anschalten und möchte diesen Raum innerhalb, sagen wir mal, von 15 bis 30 Minuten so um 5 oder 10 Grad aufheizen können. Das heißt, wenn ich den Raum nicht verwende, wird er wahrscheinlich so um die 10 Grad Raumtemperatur haben. Und wenn ich hier im Raum bin, werde ich dann um die 18 bis 21 Grad natürlich haben wollen. So, das war es aber dann endgültig zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal etwas Neues erzählen, vielleicht einige Tricks mitgeben. War dem so, so würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.